Ja, herzlich willkommen zurück hier im Kauerstudio live aus dem Erlacherhof am Berner Digitaltag. Über 60 Programmpunkte sind wir hier am Diskutieren rund um Digitalisierung, die grossen digitalen Fragen von heute und natürlich auch für die Zukunft. Unser Thema in der nächsten Viertelstunde ist, wie erreichen wir Migranten, Migrantinnen in der Pandemie? Die Corona-Pandemie hat vieles gezeigt, unter anderem eben auch, dass diverse Bevölkerungsgruppen, eben zum Beispiel Migranten, Migrantinnen, nicht ganz so einfach erreichbar sind oder verfügbar sind oder man ihnen kann mitgeben, um was es geht, als das vielleicht sonst der Fall ist. Über die Problematik, die ich rede und auch über Lösungsansätze und auf welchem Weg dass man da ist. Und das mache ich mit zwei Damen, und zwar einerseits Karin Fluder, Projektleiterin Integration von Gemeinde Pfäffikon, und der Aysel Korkmaz, Erwachsenenbildnerin. Herzlich willkommen, guten Tag zusammen. Schön, sind Sie mit dabei. Ja, Frau Fluder, zuerst zu Ihnen. Projektleiterin Integration Gemeinde Pfäffikon, da sind wir voll im Thema drin. Vielleicht erklären Sie uns kurz, was Ihre tägliche Arbeit ist und was diese Stelle genau bedeutet, was die beinhaltet. Genau, meine Stelle, das ist eine neu geschaffene Stelle, die wurde vor 2 Jahren geschaffen. Das heißt, wir sind eigentlich noch im Aufbau der Stelle. Ich unterstütze Vereine, lokale Angebote, Deutschkurse, die Angebote für die Migrationsbevölkerungen machen. Ich unterstütze sie auch in der Weiterentwicklung, dass sie sensibilisiert sind, auch auf diese Zielgruppe. Ich bin für Fragen aus der Verwaltung von Fachpersonen oder auch eben von der Migrationsbevölkerung bin ich Ansprechperson und mache da Beratungen. Wir informieren auch die Bevölkerung. Ich bin auch für die Vernetzung innerhalb der Gemeinde zum Thema Integration zuständig. Also es ist eine sehr vielfältige Tätigkeit, die ich habe. Besten Dank. Ja, Frau Korkmaz, kommen wir zu Ihnen. Sie sind Erwachsenenbildnerin. Können Sie kurz was zu Ihrer Tätigkeit sagen? Mit welchen Bevölkerungsgruppen haben Sie da zu tun? Haben Sie mit Migranten, Migrantinnen direkt zu tun? Wie sieht Ihre Arbeit konkret aus? Ja, hallo. Ich habe bisher in verschiedenen praktischen Feldern gearbeitet. Aktuell bin ich als Erwachsenenbildnerin tätig für Migrationsthemen, unter anderem zum transkulturellen Kompetenz. Ich arbeite mit Fachleuten, die mit Migranten und Migrantinnen arbeiten. Ich arbeite aber auch in einer angestellten Stelle bei der Stadt Bern für Mitmenschen, die aktuell arbeitslos sind und Unterstützung brauchen, genau. Was würden Sie sagen, was sind die Herausforderungen, wenn es darum geht, ganz grundsätzlich, jetzt gar nicht auf die Pandemie nur bezogen, aber ganz grundsätzlich Migranten und Migrantinnen, mit ihnen in Kontakt zu treten, sich mit ihnen auszutauschen? Wie sieht das aus? Sehen Sie da, dass das gut läuft? Sehen Sie, dass das eher physisch läuft, also der direkte Kontakt, man kommt zu Ihnen zum Gespräch, oder ist man da auch bereits digital unterwegs? Es ist mir wichtig zu sagen, dass ich differenzieren möchte. Es gibt nicht nur Migranten und Migrantinnen, da wir über alle sprechen können. Es gibt verschiedene Gruppen, je nachdem, wie unterschiedlich lang sie in der Schweiz sind oder wie sie geschafft haben, in der Gesellschaft, in der Aufnahmegesellschaft angekommen zu sein. Ich kann generell ganz kurz sagen, viele Migranten und Migrantinnen sind mit ihrem Handy eigentlich mit der Welt gebunden, digital gebunden, und es gibt sehr wenige, die eigentlich das gar nicht benutzen können. Und selbst diejenigen, die bildungsfern sind und Analphabet sind, können mit Internet, also mit ihrem Handy im Internet, mit der Welt in Verbindung kommen. Aber natürlich, die finanziellen Möglichkeiten sind begrenzt, vor allem die Leute, die neu gekommen sind und auch noch im Sozialhilfesystem sind. Genau. Also wir sind da schon irgendwo digital unterwegs, sagen Sie. Wir kommen dann später nochmal auf Sie zurück, Frau Fluder. Sehen Sie diese Entwicklung gleich? Sind wir da digital gut beieinander, wenn es darum geht, dass Migranten, Migrantinnen das digitale Angebot
auch nutzen? Oder ist das jetzt gerade eine Frage, der Sie aktuell in Ihrer Stelle auch nachgehen? Ja, ich denke, wie Frau Korkmaz gesagt hat, einiges läuft wirklich übers Handy oder sehr vieles. Viele Migrantinnen und Migranten sind auch mit ihren Familien halt mit Handy, WhatsApp, Instagram und so weiter verbunden. Also da läuft schon einiges. Ich finde oder habe das Gefühl, von Seiten jetzt der Verwaltung wurde man erst im Laufe der Pandemie, hat man diese Kanäle auch zu nutzen begonnen. Also da war sehr lange, hatte ich das Gefühl, lief das so ein bisschen am Rande. Und jetzt ist man wieder darauf aufmerksam geworden, dass das auch eine Chance ist, diesen Kanal auch mehr zu nutzen, um die Migrationsbevölkerung zu erreichen. So. Und da gibt es auch sehr viele Chancen, also diese Übersetzungstools, die Möglichkeit, die Webseiten vorlesen zu lassen. Ja, das sind alles neue Chancen, gerade im sprachlichen Bereich, wo die Digitalisierung mit sich bringt. Was wäre denn Ihr Wunsch an Behörden und Verwaltungen, gerade auch im Hinblick auf Ihre Stelle, was noch getan werden müsste? Müsste es noch viel mehr Angebote geben? Müsste es schneller vorwärts gehen? Liegt es auch an der Bereitschaft der Migranten und Migrantinnen, da überhaupt mitzumachen? Wo sehen Sie Felder, wo Sie sagen, das wäre mein Wunsch, hier müssten wir vorwärts machen? Ja, also ein Wunsch wäre sicher, die Hürden abzubauen. Also das heißt, die Benutzerfreundlichkeit der Webseiten zu erhöhen und da auch immer die Migrationsbevölkerung mitzudenken. Also allgemein überall die Migrationsbevölkerung auch als ganz wichtige Anspruchsgruppe mitzudenken. Das ist etwas, dann sicher auch in Sachen Zugänge schaffen. Also Frau Korkmaz hat gesagt, vieles läuft übers Handy. Also das heißt, die Webseiten sollten wirklich auch handytauglich sein oder halt das Angebote haben, auch Computer zu nutzen. Genau, und aus meiner Sicht allgemein gesehen ein Anliegen an die Verwaltung oder auch die Politik ist natürlich, die Ressourcen der Migrationsbevölkerung auch zu sehen und nicht immer nur die Defizite, also dass man das auch so anschaut, ja. Das heißt, es sind dann eher sprachliche Barrieren, die zu bewältigen sind, oder ist es der Aufbau ganz konkret einer Webseite, die grundsätzlich zu kompliziert gestaltet ist, übrigens nicht nur für Migranten und Migrantinnen, sondern für ganz große Teile der Bevölkerung. Ich sage auch mal allgemein, Leute, die digital jetzt vielleicht nicht so affin sind, die trifft es ja auch. Genau, ja. Ja, also ich denke, das betrifft eigentlich einen großen Teil der Bevölkerung, nicht nur die Migrationsbevölkerung. Die Sprache, das ist sicher ein Hindernis, das ist, sagen mir auch viele, das ist so die größte Schwierigkeit auch für viele Migrantinnen und Migranten. Aber eben da denke ich, da gibt die Digitalisierung hat da auch Möglichkeiten geschaffen. Aber natürlich braucht es eine einfache Sprache, eben auch für andere Menschen, die nicht so sprachaffin sind. Also es sind längst nicht alle studiert und lesen gerne, oder? Das ist Frau Und das sollte man wirklich auch mehr beachten. Ja, Entschuldigung, Frau Korkmaz, sehen Sie das auch so? Ist die sprachliche Barriere eine der Herausforderungen, wenn es um das Thema Migranten, Migrantinnen geht, dass sie informiert sind, dass beidseitig, also dass wir informiert, dass die Behörden informiert sind, dass die Migrantinnen, Migranten informiert sind. Ist die Sprachbarriere eines der großen Probleme oder sehen Sie die Probleme an einem anderen Ort? Also sicher ein Teil ist das, aber ich möchte gerne den Bogen auch generell zu langfristigen Lösungen und eigentlich zu den Lebenswelten der Migrantinnen und Migranten lenken. Unbedingt. Es geht mehr darum, eigentlich Anerkennung und Teil der Gesellschaft zu werden. Eigentlich die Frage beschäftigt uns, wie können wir ein Wir-Gefühl schaffen, dass wir, indem wir uns beteiligen, teilnehmen, teilhaben. Und da denke ich mal, was wir noch viel zu machen gibt, nicht Zugang zu, also mehr Digitalisierung, das könnte wirklich auch etwas noch mehr bringen, aber Zugang zu diesen Ressourcen, ob diese genutzt werden oder nicht, hängt davon ab, inwieweit
sind wir mit dieser, wir sind als Gesellschaft zusammengebunden. Also dort zu investieren ist auch ein wichtiges Teil, finde ich. Da gibt es vor allem, ich sage immer wieder, bei jeder Gelegenheit teilhaben lassen, nicht nur, dass die Leute Möglichkeit geben zu studieren, sondern dass auch unsere Verwaltung, unsere Gemeinden, unsere Organisationen diverser werden. Das ist ein wichtiges Teil, weil je mehr wir diverser sind, unsere Austausche, Austauschmöglichkeiten im Team sind unterschiedlich. Das andere ist auch, dass wir Anerkennung zu den Gesellschaft geben, dass wir Ressourcen nutzen, wir können vielseitig profitieren. Und diese langfristigen Lösungen, je mehr, dass wir in diese Richtung uns bewegen, desto mehr können wir verschiedene Lebenswelten in einer Wir-Gesellschaft integrieren. Das finde ich als Wichtigste, anstatt in verschiedenen Teilaspekten anzuschauen. Das heißt, haben Sie dann auch Richtung Fachleute, die mit Migranten, Migrantinnen zu tun haben, den Wunsch, dass hören Sie mich? Mehr... Ja, ich höre Sie. Hören Sie mich auch noch? Frau Korkmaz? Offenbar hört mich Frau Korkmaz gerade nicht. Dann wechsle ich zu Frau Fluder. Das ist ja nicht nur zeitintensiv, sondern... Also leider aktuell... Jetzt ist Frau Korkmaz wieder da. Hören Sie mich noch? Jetzt hören Sie mich wieder. Wunderbar. Ich wiederhole nochmal die Frage. Geht es dann auch, ist so ein bisschen ein Wunsch in die Richtung auch der Fachleute, die mit Migranten, Migrantinnen zu tun haben, das Angebot, Projekte mit ihnen noch auszubauen, vielfältig also zu machen? Also ich höre Sie leider nicht, es tut mir leid. Frau Korkmaz hört mich nicht, offenbar. Gut, dann möchte ich... Frau Fluder, Sie hören mich noch. Das ist... okay, ja. Gut, Frau Fluder hört mich noch, dann mache ich mit Frau Fluder weiter. Ich habe vorhin gesagt, es ist alles sehr zeitintensiv, aber natürlich auch budgetintensiv. Fällt es da manchmal auch an den nötigen Mitteln, um Projekte, je nachdem, auch in einer nützlichen Zeit umzusetzen? Ja, natürlich. Also das ist ein großes Thema, oder? Gerade dieser Bereich der Integrationsförderung ist halt, da spart man immer sehr, sehr schnell dann. Also und alle sagen doch, wie wichtig das ist, diese Integration, diese Inklusion, die ganze Gesellschaft zusammenzubringen. Das ist so, ja. Aber die Prozesse, das sind Prozesse, oder? Auch zwischenmenschlicher Art. Es geht um Sensibilisierungen, um Öffnung, wie auch Frau Korkmaz gesagt hat, dass man Möglichkeiten schafft, die Menschen sensibilisiert sind, auch eben für das Thema zum Beispiel Rassismus. Und das braucht Zeit, oder? Das ist eine intensive Arbeit und das braucht einfach Zeit, aber ist sehr wichtig, wenn man eine Gesellschaft haben möchte, die weiterhin zusammenhält, ja. Sie haben vorhin etwas über Ihren Alltag in Ihrem Job erzählt, Projektleiterin Integration Gemeinde Pfäffikon. Sie haben gesagt, die Stelle gibt es seit 2 Jahren, also noch nicht so lange. Man ist da noch im Aufbau begriffen. Was sind denn von Ihnen aus gesehen die nächsten Schritte, die nächsten Projekte, die Sie ganz konkret angehen? Sicher wird die Sensibilisierung der Verwaltung ein großes Thema sein, also auch die interne Schnittstellennutzung zum Thema Integration, wie kann man mit dem Sozialamt näher zusammenarbeiten, vielleicht auch mit einem Betreibungsamt, wo sind Sie da herausgefordert, mit dem Einwohneramt. Ein anderes großes Thema ist auch die Deutschkurse, die aus Kostengründen nicht mehr in unserer Gemeinde sind, die wir eigentlich wieder zurückholen möchten, weil das ein sehr wichtiges Angebot ist, wo auch sonst sehr viel Zwischenmenschliches passiert. Das sind sicher so die nächsten großen Schritte. Ja. Wunderbar. Und ein erstes... Sagen Sie nur, Entschuldigung. Ein Erstinformationsangebot für neu zugezogene Ausländerinnen direkt aus dem Ausland. Das ist im Aufbau und wird im Winter auch umgesetzt werden. Also, dass man die Menschen eingeladen werden und informiert werden über die Möglichkeiten, die es in der Gemeinde gibt, sich zu integrieren und sich wohlzufühlen. So. Ja, vielen Dank, Frau Fluder, für die Ausführungen. Frau Korkmaz, hören Sie mich jetzt wieder? Ja, ich höre. Was wäre Ihr Wunsch für die Zukunft? Wo würden Sie sagen, muss am meisten gemacht werden, damit das Zusammenleben zukünftig noch besser funktioniert?
Ja, ich möchte wieder schließen, was ich vorhin gesagt habe. Wir machen tatsächlich, ich muss groß loben, für Migrationsbevölkerung sehr viel. Ich denke, wir sollten auch beginnen, auch mit uns selbst zu arbeiten und mit unserer Verwaltung, mit unseren Werten und Prägungen, mit unseren Idealen und Werten, wo wir uns dann vermehrt öffnen und dann vermehrt auch in die Richtung, wie vielfältiger werden können. Also dort, denke ich mal, je mehr wir dort mit uns selbst arbeiten, desto mehr können wir uns auch öffnen, die anderen so zu lassen, dass sie auch Teil von uns werden können. Vielen Dank für das Schlusswort, Frau Korkmaz. Frau Fluder, danke für das Gespräch, danke für Ihre Zeit, es war eine spannende Runde. Danke sehr für die Beteiligung. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, das wäre es gewesen. Die nächsten 15 Minuten sind schon wieder um. Wir sehen uns gleich wieder oder in Bälde hier im Kellerstudio zum Thema Urban Future Lab, Co-Creation für Smart Cities. Auch eine spannende Runde. Ich freue mich. Bis nachher. Bis dann.